So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, voilà. Wie gesagt, wir gehen durch alles, was geht, mit Fragezeichen. So, beginnen mal, machen wir die Tür auf da. Dann haben wir gleich mal das erste und zwar den kleinen Burschen da. Na, alles klar? Ja, danke. Was ist denn das? Ach, das? Eine kleine Kaktusfigur. Die mag ich total gerne. Ach so? Die gibt es überall in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Es gibt sie noch in Gelb und Blau. Am liebsten hätte ich ja alle drei. Prinz Noctis, hast du sie schon mal irgendwo gesehen? Nein. Tut mir leid. Hab wohl nicht drauf geachtet. Ach so. Ja, warum auch? Aber von nun an halte ich danach Ausschau. Wenn ich eine finde, kaufe ich sie dir. So, wir sollen Kaktor-Spielzeug kaufen für den Kleinen. Und zwar gleich zwei. Vielen Dank, Prinz Noctis. So, das ist mal die erste Quest, die wir hier annehmen. Du bist also ein Kaktor-Fan. Wir sollten ihm einen kaufen. Der Junge kommt nach seinem Großvater. Ein außergewöhnlicher Geschmack. Wir sollten in den Läden in Lucis nach den anderen Farben Ausschau halten. Gute Idee. Nicht wahr, Noct? Auf jeden Fall. So, wir nehmen die nächste an und das ist die Iris. Hey du. Noct, hör doch. Unser Feld ist fertig. Du, Noct, willst du vielleicht auch was anbauen? Was denn zum Beispiel? Gemüse? Ihr könntet es als Proviant mitnehmen oder verkaufen. Und was muss ich tun? Ich gebe dir Saatgut. Kannst es ja mal ausprobieren. So, das ist selbst ist der Prinz und die machen wir jetzt auch gleich. So, Aufgaben. Selbst ist der Prinz. Geht ja. Und zwar müssen wir da einfach nur Karotten anbauen. Dann müssen wir schlafen gehen. Und dann sind die Karotten auf einmal gewachsen. Dann können wir sie ernten. Und dann können wir damit etwas ganz Spezielles machen. Das werde ich euch dann zeigen. So, du hast die Saatgut, ja bla 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 und hin und her. Am nächsten Tag wieder herschauen. Reifes Gemüse ernten. So, wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke, wie gesagt, überprüfe morgen wieder. Das heißt, wartet einmal, wir haben jetzt 1000 Punkte. Ja, okay, gut, gehen wir jetzt einmal schlafen, damit wir die Quest da auch fertig haben. Und dann, ab dann wird eigentlich nicht mehr geschlafen. Da oben können wir schlafen, so viel ich mich erinnere. Jo. Oh, Schatz, da ist sogar noch was. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Wir gehen trotzdem pennen, genau. Ein Tausender ist besser als nichts. Eigentlich nur eine Sache haben. Oh, schaut's mal, den kenne ich gar nicht. Die Sequenz. Geil, wir können da sogar Dart spielen. Passt, okay. Das passt alles, damit sind wir äußerst zufrieden. Jetzt schauen wir gleich mal wieder aufs Feld. Komm, mach schneller. Oh, das trifft sich auch gut. Ja? Hallo, bin fertig mit dem Umbau. Das trifft sich sogar sehr gut. So. Raus da. Nämlich das City ist ganz oben. Da werden wir dann auch... Ich glaube, ich ziehe ihn sogar vor. Vielleicht kann ich ihm gleich wieder was Neues geben. Das heißt, es kann gleich wieder umgebaut werden. Und ich gehe ja jetzt für eine längere Zeit nicht schlafen. Um Erfahrungspunkte halt zu sammeln. Hey, wo ist er? Achso, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er wieder drüben. Okay. Ah ja, genau. Wenn man rüberfährt, ist er wieder...
drüben bei seiner Werkstatt in Hammerhead. So. Hallo? Ja, geht ja. So, 3 Karotten. So, das ist der Toni. Da steht es eh schon. Was anscheinend nicht synchronisiert wird. Hallo, ist das euer Feld? Ja. Das ist geil, dass das nicht synchronisiert worden ist. Ja gut, also bei ihm können wir... Ach scheiße, jetzt habe ich eine verkauft. Ja, lass mich gehen jetzt. So. Der ist überhaupt nicht synchronisiert worden. Was ist los mit dem Spiel? So, wir brauchen allerdings diese Utawata-Bären. Und 2 habe ich eh noch. Das heißt, einmal brauche ich das. Das passt. Von dem Standpunkt her sind wir jetzt eigentlich auch noch fertig mit der nächsten Mission. Genau deswegen habe ich das gemacht. Moment mal. Wieso wird mir nichts angezeigt? What the fuck? Was ist da los mit dem Spiel? Das war vorher nicht so. Da oben sollte ja eigentlich auch ein Fragezeichen. Habe ich die Mission angenommen? So, da, Aufgabe. Ja, ihr hört auch nichts, gell? Moment einmal. Ich lasse das jetzt einmal so, wie es jetzt ist. Gehen wir mal auf Speichern. Ab und zu spinnt das Spiel extremst. Okay. Das funktioniert nicht. Das geht. Das heißt, wir starten das Spiel einfach neu. Ja, 40 Minuten, genau. Aber daran kann es nicht liegen. Daran kann es nicht wirklich liegen. Das ist ja schon urarg, dass das nicht funktioniert. Ich komme rein, es funktioniert, die Musik ist da und hin und her. Keine Ahnung. Okay, gut, auf jeden Fall haben wir die Katzenmission auch fertig. Da haben wir dieses, ich weiß jetzt nicht mehr. Dieses Qualitätsfutter habe ich da jetzt gekauft. Ihr könnt auch fischen gehen und ihm den richtigen Fisch bringen. Will ich aber ehrlich gesagt nicht, das ist schneller. Aber allerdings kostet dieses Katzenfutter extremst viel. Ich glaube 20.000 Gil. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe es auf jeden Fall irgendwann einmal gekauft, aber ich kann mich nicht mehr wirklich so gut daran erinnern. In welchem Part das war, weiß ich auch nicht mehr. Okay, da ist auf jeden Fall einmal Musik. Jetzt habe ich ein bisschen lauter gedreht, damit ich das höre. So, schauen wir mal, ob es wieder in Ordnung ist. Ansonsten setze ich einen Cut. Ist sehr verblüffend überhaupt. Ha, wirklich. Na komm, lad schneller. Gib Gas jetzt da. Ich kann nichts dafür, dass du abstürzt. Oder dass du mir keine Musik bringst. Ich kann nichts dafür. Ich bin der wenigste Mensch auf dieser Welt, der irgendwas dafür kann. Ich kaufe mir nur das Spiel. Ich bin weder Entwickler, noch der Sony-Entwickler, noch sonst irgendetwas. Ich bin nur der Käufer und ich möchte eigentlich, dass das Produkt eigentlich auch passt. Also gib Gas jetzt. Meine Zuschauer haben lang genug gewartet. Nein, ich will keinen Cut setzen. Dafür bin ich zu faul. Dreieinhalb Stunden später. Boah, das frisst schon wieder an Zeit, das ist unglaublich. Ah. Na? Funktioniert ja doch wieder. So, wie viel haben wir jetzt? 1700? Okay, passt. So, Sommersonne, Kaktor. Müssen wir rauf nach Listalum, was ich weiß. Eins ist, glaube ich, in Listalum, ja genau. Und das andere ist da unten. Genau, und das ist eine Mission, die hat mir die Ding gegeben.
Symbol des Friedens, Belohnung, gar nichts, Erfahrungspunkte 1000. Das ist das mit den Ei. Genau, jetzt können wir die Missionen nämlich da oben auch machen. Glühwürmchenjäger, ah, nicht schon wieder. Beginnen wir mal mit dem da, würde ich sagen. Damit wir mal die Kaktoren sammeln, dass ich ihm das bringe. Also jetzt kommen einige Parts wieder. Einfach nur mit Erfahrungspunkten sammeln. Nur damit ihr euch darauf einstellt, sage ich gleich. Damit wir ein hohes Level hier kriegen. Vielleicht komme ich auf die 99, was ich allerdings eher nicht glaube. Ich probiere es natürlich. Werde vielleicht auch offline, also ohne euch, ein bisschen farmen gehen, damit ich ein paar Gegner da einfach massakriere, damit ich dann noch ein paar Erfahrungspunkte kriege. Aber ansonsten weiß ich nicht. Also das Höchstlevel, was ich gekriegt habe, wie ich gespielt habe, alleine mit meiner Freundin, war glaube ich 88. Und das war schon wirklich hoch, muss ich sagen. Das war schon wirklich hoch. So. Na, nicht Geschäft, manuelles. Na, nicht manuelles. Ach. Neuer gescheißen. Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's! Wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Tut mir leid, ich habe mich verdrückt. Komm, dreh dich um. Überraschend. So, automatisches Fahren. Aufgabenziele. Und der gelbe Kaktor. Für 10 Kill. Wie lange tät ich da fahren? Eh nicht so lang. 6 Minuten. Wir machen eine Schnellreise. Ich würde zwar Fertigkeitspunkte kriegen für das Autofahren, ich könnte eigentlich auch einmal offline den ganzen Tag einfach mal von links oben nach rechts unten fahren, die ganze Zeit, damit ich Fertigkeitspunkte sammle. Das wäre eigentlich auch eine gute Idee, glaube ich. Damit ich mein Team noch besser kriege, ja, also besser ausrüsten kann. Ich hätte auch gerne auch noch das, dass sie 3 Accessoires ausrüsten können, aber das kostet halt extremst viel. Für einen kostet das, glaube ich, allein schon 333 Fertigkeitspunkte und ich habe jetzt momentan, glaube ich, 450 oder irgend sowas. Also von dem, ich bin da noch weit entfernt von dem, was ich eigentlich so will. Probiere natürlich das Bestmöglichste da rauszuholen. Unterkünfte. Das Übernachten in Unterkünften kostet Gil. Ein Motel oder Hotelzimmer gibt es einen Bonus. Ja, da gibt es Bonusse. Aber das wissen wir eh schon längst. So, lad schneller jetzt. Ach Gott. Und das alles für Kaktoren. In Blau und in Gelb gehalten. In Grünen hat er ja, hat er gesagt. Da gibt es auch so eine Quest, was ich noch weiß. Da glaube ich, muss man Stufe 40 sein. Dann kämpft man gegen 3 so welche Kaktoren. Und ja, bis jetzt habe ich Glück gehabt. Zweimal sind sie ja auf Play. So, da sind wir schon. Jawohl, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der Mausibär hat eine neue Aufgabe für uns. So. Oh, hallo auch. Hast du vielleicht kurz Zeit? Ja, was gibt's? Schon mal einen schwarzen Schokobo gesehen? So selten wie sie sind, würde es mich wundern. Die Tiere sind nämlich vom Aussterben bedroht. Es gibt nur noch ganz wenige von ihnen. Doch jetzt wurde eins ihrer Eier gesichtet. Oh, das freut mich für dich. Nur, das Muttertier war angeblich schwer verletzt. Womöglich ist ihm ein Raubtier dicht auf den Fersen. Die Jäger meinten, für den Schutz von Schokobos würde ihnen die Zeit fehlen. Dann kümmern wir uns drum. Mach dir keine Sorgen. Von Aussterben bedroht, genau. Das ist jetzt der Dickweiß, den wir von ihm gekriegt haben. Das ist ziemlich leibend, muss ich sagen. Hallo? Habt ihr noch irgendwas? Ich verstehe ja, dass die Jäger erstmal Menschenleben schützen. Aber auch das Leben von Tieren ist schützenswert. Ja. Lass mich mit den Typen da reden. Hallo! So, wir wollen diesen gelben Kaktor haben. Da ist er. Vielen Dank auch. Kein Problem. Das kaufen wir auch gleich. Für den... Wie heißt er? Für den...
Ignis. So, das kaufen wir auch gleich. Das kaufen wir auch gleich. Passt. War mir ein Vergnügen. So. Das ist es. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Ein schöner Hintergrund, muss ich sagen. Sehr, sehr schöner Hintergrund. So. Du hast einen Kaktor ergattert. Na, dann fehlt ja nur noch einer. Mein kleiner gelber Kaktor. Yep. Das war mal einer. Wartet noch einer. Schauen wir mal ganz kurz auf die Aufgabenliste. Von Aussterben bedroht, das ist auch da oben. Da könnte man dann Glühwürmchen und so etwas auch alles machen. Das heißt, wir machen trotzdem jetzt einmal den blauen Kaktor. Bereit für die Rettungsaktion? Noch nicht. So, wir wollen genau nach Listallum. Da reisen wir auch noch schnell hin. Und dann bringen wir ihm das gleich auch, oder? Ich glaube, ich mache dann Part Ende. Und ich fahre dann, glaube ich, runter alleine. Und wenn wir dann unten sind bei dem Kleinen, dann werde ich wieder aufdrehen. Und beginnt es zwar gleich wieder mit einer Ladesequenz, dass wir halt darauf reisen, aber es ist ja eigentlich eh wurscht. Autoradio. Ja, ja. Habe ich da überhaupt Musik gekauft? Man kann da bei gewissen Geschäftsleuten halt Musik kaufen, das kann ich euch auch sagen. Geht einfach auf das Geschäft von irgendjemandem und dann drückt R1 und dann seid ihr bei Autozubehör oder irgend sowas. Da könnt ihr euch Sticker kaufen für das Auto und Musik könnt ihr euch kaufen für das Auto und Lacke und was weiß ich nicht was alles. Ist aber immer so reiner Zufallsprinzip, ob die das haben oder nicht. Ich kann auch euch leider nicht sagen, wer da jetzt was verkauft. Das kann ich leider nicht. So, wie wäre es, wenn es da mal fertig ladest? Nämlich da oben gibt es nämlich auch jetzt da eine Nebenmission. Wir sind da. Gut. Und die wird ein bisschen länger. Und da müssen wir mal mit dem Auto hinfahren. Gehen wir gleich darauf. So, wenn ich wüsste, welches Geschäft das nochmal war. Ich glaube, das war auf dem Markt. Da ist wie zu und so anzeigt, das ist eh gut. Bin gespannt, ob das Final Fantasy VII, dieses Remake, genauso wird. So Open World mäßig. In dieser Grafik gehalten halt. Ich bin echt gespannt drauf. Ich freue mich schon richtig drauf. Mehr Leinwand, wenn sie das mit dem 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 8er, 9er, 10er, 11er, 12er und 13 auch noch machen würden. Das wäre echt leiwand. So, da bin ich jetzt falsch gegangen, da müssen wir da runter. Ich springe wieder, ich glaube mit Springen ist er da schneller. Als wenn ich da zu Fuß durchgehe. Ja, bei dem kleinen Typen war das. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns hier nichts zusammen. Greift. Warum auch immer der Typ mir da jetzt zeigt wird, da blauer Kaktor. Der kostet sogar schon 700, oder? Bitte, bitte, kein Problem. So, jetzt schauen wir ganz kurz. Lasst mich da durch. Das war der dritte, oder? Bringen wir Talcott sein Geschenk. Ob er sich wohl freut, der kleine Talcott? Ich freue mich selbst wie ein Kind auf sein Gesicht. Der Kleine hat viel durchgemacht. Kommt, lasst uns schnell zu ihm. Na, 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 schnell nicht. Genau, da oben ist nämlich die nächste. Ihr könnt das eh immer verfolgen auf der Karte. Ich gehe jetzt da einfach nur so hin, weil ich weiß, dass sie dort ist. Und schwuppdiwupp. So. Oh, der freundliche Jäger. Meinst du mich? Ganz genau. Oh, habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Holly. Danke für die Hilfe neulich mit den Sichern. Dass sie jetzt auch schon das Kraftwerk unsicher machen müssen. Ich war so aufgeregt, dass ich mir glatt den Rücken verknackst habe. Wie bitte? Ja, tut höllisch weh. Kann immer noch nicht richtig laufen. Und ausgerechnet heute feiert die Ventilprüferin krank. Jetzt darf ich durch die halbe Stadt humpeln und nachsehen. Soll ich das übernehmen? Wie? Du? Okay, also gut. Tut mir leid, sind ziemlich viele.
So, die könnten wir eigentlich gleich machen, die Ventile überprüfen. Es sind halt 8 Stück in der ganzen Stadt verteilt. Na, nicht in der ganzen Stadt. Die Mädels hier müssen echt... Das nehmen wir gleich mal an. Ja, 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 bla bla bla. Immer nur das Gleiche, was ihr da redet. Klempner von Dienst heißt das. Möchte ich nicht mittauschen. Als hätten sie nicht schon genug zu tun. Ja, sie kümmern sich um alles. Von Minenarbeiten bis zu den Wartungen. So, haben wir's? Passt. Bei sowas müssen wir interagieren? Schnell, wir müssen was unternehmen. Gut, dass wir alles überprüft haben. So, das war mal Numero 1. Ah, wartet, ich schau mal ganz kurz. Genau, da hinten gibt's nämlich noch was. Eine Phönixfeder. Ja. Da können wir auch noch interagieren. Dieses Ventil ist in Ordnung. Ja, scheint so, da kommt nichts raus, gell? Aber alle weiß ich jetzt nicht mehr. Da muss ich ein bisschen länger suchen, glaube ich. So, da ist eins. Na, da nicht. Moment. Das ist schwer zu erkennen. Wo's Rauch, wo der Rauch rauskommt, das ist ja noch ziemlich einfach da zum Beispiel. Das sieht nicht gut aus. Oder Dampf, ich habe keine Ahnung. Könnte auch Dampf sein. Keine Ahnung. So, da haben wir eins. Ich glaube, da um die Ecke ist auch noch eins. Da sind sogar 2. Das ist sogar sehr gut. Moment, da ist nichts. Da ist auch nichts. Okay, passt. Gehen wir weiter. So. Einmal. Schnell. Wir müssen was unternehmen. So, 4 fehlen uns noch. Da haben wir noch eins. Das sieht nicht gut aus. So, fehlen uns nur noch 3. Das ist die Frage natürlich, wo die sind. Da ist nichts, da ist auch nichts. Da könnten wir mal raufschauen, aber ich glaube, da oben war auch nichts. Aber ich glaube, am Ende der Straße liegt was. Moment. Ich wünschte, sie würde Niflheim den Rücken kehren. Die Frau lässt dir echt keine Ruhe. Hier. Was? Und Sydney? Was meinst du? Schnee von gestern? Was? Nein! Ich interessiere mich doch nur für Aranea, weil ich... So, das passt auch. Keine Sorge, wir kennen dich ja. So, jetzt müssen wir halt die anderen nur noch finden. Das sind nur 2, das ist zu wenig. Haben wir da unten was? Ja, da. Ah, warte jetzt, da ist Interagieren gestanden. Ja. Aber ich glaube, das war nur was zum Lesen. Ja, Hochdruck, papipapo, eh klar. Das kennen wir eh alles. Das machen wir eh gerade. Da ist nix. Und ich glaube, das haben wir schon gehabt, oder? Genau, das sind die 3, die nebeneinander waren. Ja. Den Krieg haben sie gewonnen. Wozu also noch mehr MI? So, ich glaube, eins auf der Hauptstraße war. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Das haben wir ja schon. Das ist zu klein für die Hauptstraße, aber wir gehen jetzt da trotzdem mal da runter. Von da sind wir auch mal runtergegangen. Ich glaube, da vorne haben wir eins. Sieht gut aus. Nur noch ein paar übrig. So, 2 Stück gibt's noch. So, da hört's auf. Das heißt, da ist nichts mehr. Ich möchte nur mal kurz auf die Hauptstraße schauen. Wo ist denn die? Wo war denn die? Eh da vorne, oder? War da eine drinnen? Ich glaube nicht, oder? Ah, scheint nicht so. Geh weiter. Ah, pfeif drauf. Alles einfach ohne dich, Gladio. Wir waren ganz schön aufgeschmissen. Ach ja? Wieso? Ja. Ah, jetzt einen Humpen. Gönn dir ruhig einen. Na dann, ich gehe nachher irgendwo einen heben. Also da ist auch nichts. Ich habe mir irgendwie gedacht, dass das da auf der Hauptstraße auch einmal gewesen ist. So, von links sind wir gekommen, dann sind wir da runtergegangen, dann sind wir da nach vorne gegangen.
Das waren die drei nebeneinander. Zum 10. Mal, dass ich das jetzt sage. Sehr gut. Ich glaube, das ist in euer Gedächtnis eingespeichert. Bis zum Gehen, nicht mehr. Gehen wir mal da auf. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr. Ventile suchen. Ah, ich hasse das, wirklich. Das Fenster wird mal wichtig. Wenn man das Spiel durchgespielt hat, sollte man da hingehen. Diese Hitze. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Ja, wieso ziehst du nicht die Jacke aus? So, den haben wir ja schon gehabt, oder? Das haben wir schon überprüft. Ja. Ha! Ha! Gottes Willen. So, da hinten war ja nichts mehr. Es wäre lustig, wenn es da wäre, irgendwo auf der Seite. Was, in einer Seitengasse? Magieflakon, okay. Da haben wir eins. So, alles in Ordnung. Nur noch eins. Ja, ja, nur noch eins. Und wir haben kein Licht. Danke. Ist halt die Frage, wo das ist. Immer bei den Sandwiches. Ah, jetzt einen Humpen. Gönn dir ruhig einen. Na dann, ich gehe nachher irgendwo einen heben. Das heißt Krügel bei uns in Österreich. Wenn es wen interessiert. Nicht Humpen. Ist vielleicht der deutsche Ausdruck. Also aus Deutschland, meine ich. Da ist auch nichts, oder? Na, da ist auch nichts. Geh weiter da jetzt noch. Beweg dich. Ich möchte jetzt da keinen Cut setzen, um Gottes Willen. Da ist es! Das sieht nicht gut aus. Einwandfrei. Wir sind fertig. Mit einem kaputten Rücken wäre das echt eine Tortur. Gut, dass wir unsere Hilfe angeboten haben. Sicher ist sie jetzt beruhigt. Bestimmt. Lasst uns die frohe Botschaft übermitteln. Ich kann Nockt nicht steuern. Jetzt, okay. So, dann haben wir das fertig. Wir nehmen gleich die nächste Aufgabe natürlich an. Bringen den Clan den Kaktor. Das mache ich aber alleine. Was? Ihr habt alle überprüft? Ja, alles in Butter. So ein Glück. Dank euch konnte ich sogar zum Arzt gehen. Der meinte, ich müsse einfach nur meine Schreckhaftigkeit ablegen. Bitte was? Ich flippe schon aus, wenn ich das Wort sicher nur höre. Hier ist euer Lohn. Ich hoffe, das reicht für eine Mahlzeit. Was kriegen wir denn dafür überhaupt? 1200? Ja, okay, gut, das passt. Und, kriegen wir noch irgendwas? 2500 Gil. Passt, mit der reden wir gleich nämlich nochmal. Oh, hey, Jägerlein. Könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Klar, was gibt's? Weißt du, unsere Seilbahn muss dringend überprüft werden. Sie läuft in letzter Zeit nämlich so schlecht. Erstmal möchte ich die Lage erfassen. Könntet ihr für mich die Stützpfeiler vor der Stadt überprüfen? Meine Arbeiterin kann ich nicht nach draußen schicken. Das wäre viel zu gefährlich. Aber ich kann nicht weg, weil zwei meiner Mädels aneinander geraten sind. Da muss ich den Streit schlichten. Wärt ihr so gut? So, ich habe einen kurzen Cut gesetzt. Ich wurde wieder angerufen. Wir werden in letzter Zeit sehr, sehr oft angerufen. Das fällt mir langsam schon auf. So, jetzt machen wir noch ganz schnell zum Auto. Und ja, da der Part eigentlich schon beendet ist, werde ich keine Kosten und Mühen scheuen jetzt, dass ich da runterfahre. Und zwar ganz normal. Ich mache keine Schnellreise, auf gut Deutsch gesagt. Damit ich auch die Fertigkeitspunkte kriege. Und ja, wir sehen uns dann unten, würde ich mal vorschlagen, bei den Kleinen wieder, wenn wir ihm diese Kaktoren da wiedergeben. Die neue Aufgabe von ihr haben wir ja auch schon gekriegt. Von diesem Standpunkt her passt das. Das sind die... Ah ja, genau, das ist jetzt der Taster. Okay. Wartet, wo ist der kleine Bub?
Da. Okay, gut. Dann sehen wir, also sehen nicht, sondern wir hören uns im nächsten Part. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler. Na, jetzt habe ich erst schnell Reise gemacht. Wurscht.